München. Wir haben mit LG G-Watch R diesmal kein Smartphone, aber das hier ist auch wasserdicht und zwar IP67 zertifiziert, reißt 1,5 Meter unter Wasser, können wir das eine halbe Stunde tragen, also für längere Schwimmgänge nicht geeignet und auch bitte nicht im Salzwasser beim Surfen oder irgendwie tragen. Das ist nur für Süßwasser, also wenn es regnet oder wenn man mal ein Schwimmbad geht, kein Problem, also muss sie tragen. Wir sehen können, sie funktioniert. Danach hat mir mein Kollege hier eine E-Mail geschrieben, ich kann sie lesen und wie immer auch andere Sachen hier machen auf der Uhr. Aber wenn ich sie jetzt einfach hier ins Wasser tunke oder sie im Wasser hier versinkt, dann geht das Display jetzt unter Wasser an, weil es reagiert darauf, dass hier das Ganze nass geworden ist. Aber an sich passiert da dann nichts Schlimmes mit der Uhr selber. Sie funktioniert auf jeden Fall, aber wie ihr sehen könnt, automatisch wurde zum Beispiel gerade eine E-Mail archiviert. Nicht so praktisch, aber genau, die LG G-Watch R ist also wasserdicht. Ihr könnt es einfach so groß tragen, aber am besten nur bitte vielleicht unter der Dusche oder einfach nur im Regen nicht zum Schwimmen gehen mitnehmen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Mein Name ist Balazs Gyár und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren.